Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elex. Ich habe jetzt mal ein bisschen Sound angepasst. Es ist noch immer etwas leiser, habe ich das Gefühl. Ein Video ist nicht mit Video. Ich gucke einfach mal, wie es jetzt wird. Was anderes kann ich jetzt echt nicht mehr machen. Oh. Wer bist du denn? Komm schon. Ach komm, gib's dir eins, Junge, Junge. Wer bist du denn? Oh. Wer bist du? Warum kommst du jetzt erst? Du Hallo. bist in einem Stück hier hochgekommen? Beeindruckend. Offenbar bin ich nicht der Einzige. Ich hatte mehr Glück als Verstand. Diese Mutanten haben mich bis in den Konverter verfolgt und bedrohen mich seit einer Ewigkeit. Ohne meine technischen Fähigkeiten wäre ich nicht so weit gekommen. Die paar Mutanten waren dir zu viel. Zu Beginn war eine ganze Horde hinter mir her und hat mir ordentlich zugesetzt. Es ist mir gelungen, einen der Abflussschläuche zu durchtrennen und den gesamten Eingangsbereich zu fluten. Allerdings sind die Viecher recht robust. Mir blieb nichts anderes übrig, als einen Teil der Maschinen auszuschalten, damit sie mich nicht weiter verfolgen. Du bist also technisch begabt. Ich bin ein Akolyt der Kleriker. Wir wissen alle sehr viel über Technik und machen sie uns zunutze. Ein Akolyt in Edan. So ist es. Und es war ein weiter Weg aus den Bergen von Ignadon. Aber manchmal muss man ein Risiko eingehen, um etwas zu erreichen. Ich bedrohe hier keine Mutanten mehr. Was willst du hier? Ich bedrohe Was hier machen? keine Mutanten mehr. Dann gehe ich recht in der Annahme, dass sie aus dem Weg geräumt wurden? Sieht ganz so aus. Du hast mir geholfen. Interessant. Du hast mir geholfen. Interessant. Ja, und jetzt gib mir dein Elix. Sieht, ach, schon gut. Schon gut. Ich stehe in deiner Schuld. Das werde ich nicht vergessen. Nun kann ich wieder meinen Aufgaben nachgehen. Was wolltest du im Konverter? Was wolltest du im Konverter? Ich bin im Auftrag der Kleriker unterwegs, um neue Ressourcen zu erschließen. Um welche Ressourcen handelt es sich? Wir brauchen immer neue Rekruten, die sich unserer Sache annehmen. Ich bin allerdings auf der Suche nach bestimmten Elektroteilen, die uns im Krieg gegen die Alps weiterhelfen. Über die Tücken der Wildnis bin ich mehr als gut informiert, und dennoch machen sie mir immer wieder Probleme. Du hingegen scheinst nicht nur furchtlos, sondern auch außerordentlich fähig zu sein. Wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten? Wir könnten beide von unseren Fähigkeiten profitieren. Ich könnte dir in technischen Fragen von Nutzen sein. Im Gegenzug hilfst du mir, Situationen wie diese in Zukunft zu vermeiden. Oh, stimme ich mit, aber mein Wort ist Gesetz. Was gibt es Neues von den Klerikern? Kalan hat uns eine Prüfung auferlegt. Wenn wir diese meistern, können wir vielleicht den Krieg beenden. Du glaubst an Kalan? Er hat uns die Fähigkeit der Suggestion gegeben. Damit haben wir die Möglichkeit, die Menschen zu prüfen und sie zu zwingen, uns die Wahrheit zu sagen. Dann prüfe mich. Wie du wünschst. Was ist das Grausamste, was du je getan hast? Oha. Ich habe lebende Menschen in den Konvertern geopfert. Ich habe meinen Vater bestohlen. Das Grausamste, was ich je getan habe. Soll ich die Wahrheit sagen? Ich sag die Wahrheit. Ich habe lebende Menschen in den Konvertern geopfert. Das ist tatsächlich nicht sehr freundlich. Siehst du, du warst gezwungen, mir die Wahrheit zu sagen. Ich hoffe, meine Fähigkeiten haben dich überzeugt.
Ich bin beeindruckt. Vielen Dank. Wie sieht's aus bei dir? Schwer zu sagen. Ich denke noch einmal darüber nach. Okay, ich nehme dich mit. Aber mein Wort ist Gesetz. Diese Entscheidung wirst du nicht bereuen. Meine Waffe ist deine Waffe. Hoffen wir es. Wo treffen wir uns, falls wir getrennt werden? Wir treffen uns vor den Ruinen westlich von Goliath. Alles klar. Den Treffpunkt werde ich schon finden. Es gibt noch so viel zu entdecken. Interessant zu sehen, was als nächstes kommt. Welche Elektroteile suchst du? In dem stillgelegten Konverter von Edan soll sich ein hochempfindliches Sensormodul befinden. Ich soll eine hochleistungsfähige CPU aus einer speziellen Kampfmaschine der Alps im Kriegsgebiet von Abessa finden. Aha. Ich brauche dann noch etwas von dem Spezialmetall Gaurodium aus dem Meteorkrater von Ignadon. Das Gelenk einer Vorkriegsmaschine soll sich auf dem Schrotthaufen des Forts der Outlaws befinden. Das brauche ich auch. Ach was. Und ich brauche eine Miniatur-Elex-Batterie, wie sie in den Gleitern der Alps verwendet werden. Ah ja. Und das ist dann alles, ja? Richtig. Am besten du speicherst das in deinem Adjutor. In Ordnung. Ich helfe dir bei deinem Auftrag. Hervorragend. Nach meinen Recherchen haben wir noch eine lange Reise vor uns, bis wir alle Teile gefunden haben. Das wird sicher unterhaltsam. Warten wir es ab. Wie sieht's aus bei dir? Schwer zu sagen. Ich denke noch einmal darüber nach. Du bist ein sehr interessanter Mensch. Du verbirgst viele Geheimnisse. Das kann man dir ansehen. Ich denke, es wird für mich eine sehr lehrreiche Zeit an deiner Seite. Mitkommen. Natürlich. Was weißt du über diesen Konverter? Er ist offensichtlich nie vollends in Betrieb genommen worden. Die Berserker wollten sich einen Konverter direkt vor ihrer Haustüre wohl nicht gefallen lassen. Es ist allerdings nur eine Frage der Zeit, bis die Alps zurückschlagen und auch den Bewohnern Edans das Leben aussaugen, wenn du mich fragst. Das vermute ich auch. Erstmal gucken, was hier... Gibt's hier irgendwas? Kann ich hier rein? Nee. Vielleicht drüben auf der anderen Seite? Okay, warum kann man da nicht rein? Nee, du komm, bleib mal bei mir, bitte. Ist bestimmt amüsanter und hilfreicher, wenn ich jemanden habe, der zur Not auch, ne? Ich meine ja nur. Das hier ist der Kommandotrakt des Konverters. Hier geben die Alps den Befehl, den Lebewesen in der Umgebung das Elex zu entziehen. In Edan sind sie offenbar nicht weit gekommen. Ah, praktisch. Der schöne Monitor. Na ja, gut. Wie komme ich nicht durch? Na gut. Jetzt muss ich ja die Waffe nehmen. Ja, vor allem wenn die Dinger da an dem...
So, naja, gut. Oh, hier ist auch noch Elixit, oder? Ja. Nimm mal mit, nimm mal mit. Hier sonst noch irgendwo Elixit? Nee, aber die Machtwelle nehmen wir mit. Gut. Ist das jetzt richtig? Ja. Hier unten habe ich einen der Schläuche durchtrennt, um die Mutanten abzuhängen. Dabei hat dieses Brackwasser allerdings die ganze Ebene verseucht. Ah ja. Ihr Bot ist voll süß. Erinnert mich so ein bisschen an meinen kleinen Harry, den ich hier habe. So, hoffen wir mal. Okay. So geht's natürlich auch. Durchtrennt, um die Mutanten abzuhängen. Dabei hat dieses Brackwasser allerdings die ganze Ebene verseucht. Okay, habe ich schon mal gesagt, dass ich einen Death-Counter brauche? Mal gucken, wer von euch mitgezählt hat. Was ich mich frage, wie komme ich denn jetzt da raus, ohne dass der. Oh, Plasmazellen. Uiuiui. Die warten ja hier noch, ne? Komme ich irgendwo? Wie bist denn du jetzt hier hochgekommen? Ich meine, ich hätte die vielleicht mit irgendeinem blöden Trick auch ausschalten können, aber das war mir. Okay, du kannst es auflegen, cool. Ich muss. Dann. Mann, Mann, Mann. Lass uns noch einmal über die Maschinenteile reden. Hier, das habe ich im Konverter gefunden. Ein Bartes? Wahnsinn! Du weißt gar nicht, wie tief ich in deiner Schuld stehe. Hier, nimm so viel du tragen kannst.
Jetzt wird man nachsichtig mit mir sein. Ich habe mich in dir getäuscht. Du bist eine ehrliche Haut. Danke. Oh, ich bin eine ehrliche Haut. Uiuiui. Bringst du das Zeug jetzt nach Goliath? Ich werde mich bald aufmachen. Hoffentlich bricht dieses Monstrum nicht über mir zusammen. Du kommst schon klar. Ja, ich bin zwar nicht so leichtfüßig wie du unterwegs, aber mit den Teilen im Gepäck habe ich frischen Mut getankt. Also lass dich nicht aufhalten. Man sieht sich. Exzellent. So. Fällt so Gefühlschaos. Wo ist das denn? Ray. Dieses. Weiß nicht. Elektrotechnik. Was ist das? Dann Gesetz der Berserk. Ich meine, ich bin ja jetzt eh einmal hier, ne? Also kann ich hier auch mal. Das heißt, ich muss jetzt in diese Richtung. Ist doch richtig, ne? Natürlich muss ich da lang. Ach, Sera. Bist du dir sicher, dass wir dahin wollen? Außen, also außen dran vorbei, ja. Aber sonst nein. Das andere fände ich blödsinnig. Lass mich raten, das ist da unten. Ich habe ja gespeichert, also. Dürfte nicht viel schief gehen. Hoffe ich. Also die Waffe haben wir. Gut, und wie kommen wir jetzt hier weg? Das ist eine gute Frage, oder Volk? Siehst du auch so. Wir könnten... Weißt du was? No! Dieses blöde Vieh. Na gut, ich hätte vielleicht speichern sollen, nachdem ich die Waffe geholt habe. Na gut. Ja, ihr kennt das Spiel. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Passt auf euch auf und ciao, ciao.